Währenddessen könnte ich noch an Pokémon da so aushupfen, wenn's stehen. Aha. Ah, geil. Oh, geil. Oh, nice. Oh, so Wahnsinn. Sportliches Set, nice. Ah, wir können spielen. Ja, dann spielen wir einfach mal mit die. Ah, cool. So die Mundane. Ja, nicht schlecht. Ja, wieso nicht? So. Kann man noch rausgehen? Ja, kann man nicht auch rausgehen. Okay, passt. Na gut. Dass man das so. Ja, Gras wahrscheinlich. Aber er geht mal ein bisschen so schwuckelig durchs Gras. Das ist so Wahnsinn. Ei, und gefangen. Definitiv vorbei. Ja, tschüss. Tschüss. Und tschüss. Die Bären. Bleiben muss quasi. Ah, fang sie an. Dann nehmen wir den Boy. Kick, na dann sag mal, was hast du für Fähigkeiten, Heuler? Und Gadget Heuler geht gleich mal weg. Ey, Heuler, sowas würde ich nie ansetzen. Erst recht dadurch, dass wir eigentlich die Attacken, dass wir unsere Spezialitäten da quasi nicht ausnutzen können. Dadurch, dass wir eigentlich nur gegen Trainer kämpfen, bringt sich sowas wie Heuler oder so nicht so wirklich jetzt mehr. Habe ich so das Gefühl. Fangserie. Ich werde kein Geld haben, weil ich alle Bälle kaufen werde. Oh. 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 Nice. Ich bin voll im Hype, Alter. Das ist so lächerlich eigentlich, dass ich wieder so voll im Hype bin, weil wir stören eigentlich so viele Sachen eigentlich an dem Spiel. Okay, eigentlich im Prinzip nur zwei Sachen dabei, dass der Gary nicht Gary ist, unser Rivale, und dass man nicht gegen den Pokémon so im wieder auf einer Laufbahn kämpfen kann, aber sonst. Sonst stört mich derweil eh nix. Aber ja, EP-Teile ist immer nice. Das werden wir die wenigstens gleich stark ungefähr. Das ist ja das. Braucht man nicht streiten, da braucht hat man keine Schwierigkeiten oder so. Oder, ah, nimmt man jetzt den oder den. Na, wie schön, dass 100.000 Säure erlernen. So cool, das Topsy. Kämpfen, let's go! Zeig her, was du drauf hast. Komm, gib's mir, Digi, gib's mir. Oh, das setzt jemand Ratsfatz ein. Und los! Und wir mit dem Vollset. Und das nehmen wir. Nehmen wir Doppelkick einfach mal. Ja, das hat einer auch gerecht. Sagen wir so. Oh, Pikachu schon gut aus. Alter, musst du vorstellen, wenn man Glurak haben. Und dann auch noch mit der Mega-Entwicklung. Bist narisch. Das schaut dann gut aus.
Alles klar. Dann bis später. Ciao, ciao. Ich hoffe, der Computer geht jetzt auch. Das wäre nicht schlecht. Nee, ein Computer haben sie noch nicht. Das kommt vielleicht erst später dazu. Dabei kann ja noch nicht die Box voll werden. Ich glaube, die Bälle können nicht das Terminal sein, glaube ich, weniger. Ich hoffe, wir kriegen jeden Starter. Ich will jedenfalls einen Starter, will ich definitiv haben. Schon mal. Schigi. Bis zusammen. Alle. Okay, alle. Ich will alle haben. Reden wir nicht um den heißen Brei. Ich will alle haben. Aha, da ist auch schon die Arena sogar. Hi. Zum Glück dürfen wir eigentlich überhaupt die Pokémon da überhaupt mit einnehmen. Aha. Jo, wir kaufen definitiv einmal. Ha! Primärbälle kriegen wir sogar. Nice. Nee, ich bin wunschlos glücklich. So, meine Dame, wie kann ich Ihnen helfen? Die kann. Ist, glaube ich, weniger, aber okay, ja, dann halt. Schön fern. So, jetzt gehen wir einfach mal in die fremde Bude, ne? Einfach ein fremdes Kind, das war immer das so. Ein fremdes Kind geht in ein fremdes Haus rein. Quatsch einfach mit den Leuten. In der Welt der Pokémon ist es anscheinend so möglich. Jeder geht in jedes Haus. Ja, es kann auch noch mal sein, dass einfach nur nachts einfach mal einer zu dir kommt, dich beobachtet und einfach wieder geht. Natürlich, wenn es nachts ist. Also, schauen wir uns einmal mit dem Schokett. Ist ja wurscht, reden wir nochmal kurz. Zerschneider, das können wir ja eh noch nicht. Das werden wir wahrscheinlich erst lernen. Dahinter könnte es sein, oder es gibt da einfach noch rundherum. Ja, da bauen wir wieder Zerschneider. Machen wir jetzt schon Pokémon-Liga. Machen wir fix jetzt schon. Jetzt zerficken sie alle. Jetzt ohne Probleme. Zack, zack, fertig. Sind alle hier. Schau mich da mal ganz kurz ein bisschen. Oh, perfekt. Perfekt, 5 Pokébälle. Oh, geil. Aha! Da haben wir schon was ganz Bestimmtes hier. Ziel und zack. Yes, yes, yes. Und wir haben's. Perfekt. Frage ist, kann ich das austauschen? Oder? Ich kann das fix nicht im Menü jetzt machen. Austauschen. Kommunikation mit Freunden, Spielgeschenk, nee, Speicherbeutel und alles klar. Speichern dürfen wir halt nicht vergessen, wenn irgendwas mal geht. Oh, hi! Ist das schon da? Oh je. Ah, fix, Alter. Oh, ja, klar, wieso nicht? Jetzt schon wieder. Sind wir stark genug? Alter, was ist denn der? Der haut hier irgendwas. Oh, Dopsy, da passt eh unser Pikachu am besten. Das war ein Fehler, Bro. Ich würde mal sagen, weg vom Fenster mit dem Dopsy. Und tschüss. Oh, wie du gegen den Evoli.
Soll ich wieder Doppelkick machen? Mach mal Doppelkick. Oh, eins und zwei. Ha! Und tschüss. Sogar sehr effektiv, sollten wir uns merken vielleicht. Und Level 10. Aha, Ratzfatz auch. Schön. Also, Level 7 aber. Auch gelevelt hat er. Na dann, ciao, ciao. Und wir schauen weiter, was wir hier für Pokémons kriegen werden, oder? Sollten wir schon ein bisschen suchen gehen, noch. Wenigstens eins. Okay, halt ein Ratz. Ich weiß doch, dass der Mankey auch noch dabei war. Ist die Frage, ob sie es nur in Rot und Grün eine Karte haben. Oder ob sie es da auch noch eine Karte haben. Die Mankey. Oh, drin. Ich hab's doch gesagt, drin bist. Schieße nicht. Ah, sieht doch schon langsam. Jetzt uns langsam leben. Jetzt sieht man's. Oh, schon mal ganz kurz eine. Ah, ich hab einen Orden, gell? Was der? Und? Und? Kann ich mich nicht irgendwie so vorbeispazieren oder vorbeiklitschen und mache einfach jetzt schon in den Orden. So. Das Ratzfatz habe ich eh gesehen gehabt. Aber warum du hast ein Ratzfatz, ist auch Arsch, wenn du Pokebälle brauchst. Und tschüss. Dabei ist noch keiner rausgeflogen. Das ist ein gutes Zeichen. Ich hoffe, dass wir Team Rocket dann treffen werden. Das wäre cool. Ja, was bringt mir die Fangserie? Alles genau, was sagen? Ja. Dann hab ich da, genau, hab ich da gemeint, wird's fix gehen, so. Hi. Und zack. Einfach fabelhaft. Siege, musst du eine kommen. Musst du zu mir kommen. Musst du satt sein, statt Taubsi, für sie nicht mehr will. Wenn er nicht so hübsch genug ausschaut. Natürlich Starter muss natürlich am stärksten sein. Muss. Das war auch irgendwie geil, dass man so einen Mini-Controller einfach da so das ganze Feld da. Ah, Wahnsinn. Also das ganze Spiel nur mit diesem kleinen Mini-Controller ist ein Wahnsinn, Alter. Das ist schon geil. Den habe ich das Gefühl, der flippt aus. Na, flippt gar nicht aus. Wahnsinn. Irgendwie teilweise auch richtig einfach noch gehalten von der Grafik. Teilweise haben sie sich richtig einfach gemacht. Okay, so ein extremer Sprung kann auch nicht kommen. Das ist ja das. Aber sie werden einen ordentlichen Sprung noch machen auf die 8. Gen. Das... Das glaube ich schon. Machen sich einen starken Sprung. Von dem Spin-off zur 8. Gen. Das war doch zu schwer. Na siehe. Ich gehe mir schon aus. Schau, mit der Absi ist eh schon unterwegs. Boah, ich muss. Zwei halten. Jetzt habe ich es gerade weggeben, den einen Controller. Geht nicht, ich muss zwei Sachen in der Hand haben. Ich kriege noch mehr Kopfschmerzen als wie vorher.
Na schön. Das genau dem Pappgymnasium Pokémons mag wie du. Habt ihr gewusst? Jetzt haben sie eigentlich in Sonne und Mond eine Folge rausgebracht und sogar zum ersten Mal gezeigt wird, wie ein Pokémon stirbt. Oh. Es war immer so ein Mythos und so, und jetzt haben sie es halt quasi so ein bisschen bewiesen, dass Pokémons auch sterben können. Beziehungsweise ich hätte gerne die Folge gesehen, wie das Pokémon stirbt, aber ich nehme mal an, es wird nicht gleich zu hunderten, so ein paar Sekunden in Zerfall geschehen oder so, irgendwas in der Richtung. Oder es wird einfach am Boden liegen und ja, ist da. Und hier, aber so wie die halt. Taubsi erreicht Level 10. Nice. Da haben wir dann wieder viel zu fangen. Da haben wir dann wieder viel zu fangen. Haben wir da vielleicht was im Mist? Na, kein Mist, Topsi, kein Mist, Alter. Eine neue Stimmung hier. Passt und mitnehmen. Hi. What the fuck? jetzt sieht man quasi schon den Schwierigkeitsgrad. Vom Fangen her, weil das jetzt schon gelb ist. Immer so, wenn das so tickt, immer drauf drücken will. Wenn man Angst hat, dass es vielleicht nicht mitgeht. Es muss jetzt ist drin. Dass man die Hoffnung hat, dass es trotzdem drin bleibt. Immer diese Drückerei. Ah, diese Technik und diese Technik. Es gibt eigentlich gar keine Technik. Oh, da hat er wie schnell geht das noch. Ganze Zeit schön langsam. Und tschüss. Ja. Ha! Großartig! Und? Alter, ich habe schon gedacht gehabt beim dritten dann. Das ist nichts mehr wie. Dann wirklich gerne in die Box lagern, weil ich das dann halt taschen will. Hi. Ah, Kampf. Max Kampf. Also wenigstens ein paar Gegner mehr gemacht, glaube ich. Oh ja, na sicher haben sie ein paar Gegner mehr, weil normalerweise hast du erst auf der rechten Seite, glaube ich, erst den Gegner. Soweit ich weiß. Dann der Scherk und tschüss. Papa! Hat gewonnen. Oh, fast Level, fast. Frag mich, ob man jetzt das eigentlich das Starter-Pokémon entwickeln kann. Das ist eine gute Frage. What the fuck, was war denn das jetzt? Das Blaue da. Das Blaue muss ich da genau untersuchen. Das Blaue wird mich jetzt voll interessieren. Ha! Dun 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 dun. Ich frag mich gerade, ob man pro Level auch quasi da so, also wenn man so ein Pokémon fängt, ob man da auch Geld kriegt. Nein, also nicht. Okay. Ich habe zwar irgendwie anders geworfen, aber ja, ich habe es halt nur seitlich gehalten und er hat natürlich gleich mal seitlich geworfen. Passt.
So, dann schauen wir. Wie viel haben wir eigentlich von Topsy sein? Da habe ich zu schnell weiter gedrückt. Was ist denn das für eins? Riesig. Aha. Du bist riesig, ist sowas. Wie schön. Ah, fuck. Scheiße. Hihi. Ja. 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 Und was macht das jetzt für einen Unterschied? Weil es riesig ist. Vielleicht ist stärker. Wow, die Größe macht er. Wow, es ist natürlich der Größe. Durch das ist Größe, ist es natürlich wichtiger. Aber ja, weniger, aber gut. Und weg. Let's go, wir haben dich noch nicht. Dun, 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 dun. Da haben sie recht, Level 11. Ja, Rückzugkipp, wieso nicht? Ah ja, ging an Sandwirbel. Das wäre nicht schlecht, wenn wir uns Sandwirbel tauschen. Schwuppdiwupp, hoppala, und Rückzug erlernt. Ich glaube, wir sollten uns irgendwann auch ein bisschen so einsparen, wenn ich das so draußen da alle fangen will. Wenig dann hilft. Bälle hab genug. Das blaue da haben wir. Wir schauen, was da das. Was ist der Unterschied zwischen den roten und dem blauen? Vielleicht ist das blaue kleiner. Das ist das andere. Hi. Und Donnerschock, würde ich mal sagen. Wie stark sind die? Wir sind ja schon 11. Na dann. Angeblich soll es dann später dann richtig schwer werden. Umgekehrt. Ich nehme mal an, eher der Fangschwierigkeitsgrad. Ist der schwer sein wird. Und was in der Richtung. Ah, wir haben sogar drei Pokébälle. Kriegt, ne? Schauen wir das an. So, sogar noch in Topsy eine Grand und. Ja, so wie den Nightcoil, aber so. Eins, zwei, drei und drei. Ich glaube, sie wurde gefangen. Perfekt. Also, geh mal jetzt zu dem dorthin, weil ich will wissen, was mit dem ist da. Was ist denn mit dem los? Winzig, ich hab's mir doch gedacht gehabt. Macht keinen Unterschied. Klein, groß. Was ist? Wenn das kleiner oder größer ist? Es hätte beinahe geklappt. Alter, wie wirft denn der, Alter? Das habe ich nicht geworfen. Ha, Alter. Ha. Das war ideal perfekt in deine Fresse gezielt. Nice. Perfekt. Mirabla wurde gefangen. Nice. Was? Mirabla, Mirabla, Mirabla oder 100.000 Mirablas oder wie oder was? Oder was oder wie? Gelagert. Ah, perfekt. So, das nehmen wir sie dann nochmal. Mini-Pits. Na gut, Leute, ich sage mal, haut rein, bis zur nächsten Folge und ciao.